Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks zum Replay-Dienstag in der ersten Runde. Schauen wir Silas, the Tanker, über die Schultern. Er sitzt im BT-7 und ist hier auf Minen in einer reinen Tier-3-Runde. Ja, BT-7, leichter Panzer der Sowjets bzw. der Russen, nicht zu verwechseln mit der BT-7 Artillerie, was glaube ich auch ein Dreier ist, aber ein Premium-Panzer, im Grunde das gleiche Fahrzeug, nur dass der BT-7 Arti eine Trollgun drauf hat. Und der hier hat ja, so eine typische Nadelstichkanone, wie wir sie kennen, eine 37mm Kanone, was halt so typisch auf Tier 3 ist. Die Kanone hat 58 Pen mit AP, 92 mit APCR. Macht 40 Alpha, 0,39 Genauigkeit, 1,7 die Einzielzeit. Also ihr seht schon, ja, die Tier 3 Kanonen sind natürlich nicht super genau, aber sie zielen meistens schnell ein und schießen auch schnell. 2,1 der Stock Reload, das heißt mit einem Ansetzer und einer entsprechenden Crew, die man sich auf einem Tier 3er vielleicht nicht unbedingt schon erfahren hat. Aber da könnte man durchaus ja, auf unter 2 Sekunden kommen, auf jeden Fall mit Ansetzer kein Problem. Fährt jetzt ja eine typische Spotting-Position. Muss natürlich jetzt hier auch aufpassen. Ah, Gunnibrischen. Da kann er auf den Panzer 38 schießen. Arbeitet hier mit Auto-Aim. Ja, bei der Querfahrt ist es natürlich schwierig. Das ist immer dasselbe Thema, was ich immer ganz oft anspreche. Das Ding ist sauschnell. 65 Kilometer pro Stunde. Ah, wieder mit Auto-Aim. Aber er zündet ihn an. Sehr schön. Panzer 3E. Und er kann ihn da höchstwahrscheinlich jetzt auch rausnehmen. Nee. Leider nicht sein Kill, aber auf jeden Fall schon 260 Schaden hier gemacht. Und auf jeden Fall sein Team hier ganz gut unterstützt. Wir sehen, das Team steht hinten komplett auf der K-Linie rum eigentlich. Bis auf jetzt gerade eben der Marder 3, der hier gestorben ist. Und die Su, die am Hang steht. Selbst die Insel ist in Hand des gegnerischen Teams. Also ist nicht wirklich optimal. Jetzt guckt ihr, dass er auf den Panzer 1C drauf kommt. Da muss er aufpassen, wenn der hier schläft. Auch ihn zündet er an. Sehr gut. Und da hat er Glück, dass die FCM 36 Pack 40 vom Camperhügel hier ihm nur in die Ketten schießt. Denn die hat einen fiesen Alpha, die hat eine fiese Kanone. Da muss er aufpassen. Und jetzt hier Panzer 2J. Oh ja. Da hat er jetzt auch direkt auf APCR umgelandet. Und auch den hat er angezündet? Was ist denn hier los? Zwei Kills, 538 Schadenspunkte. Ja, was habe ich gesagt? 65 Kilometer pro Stunde Topspeed. 33 PS pro Tonne das Leistungsgewicht. Also die Kiste geht richtig, richtig ab. Sehr, sehr mobiles Fahrzeug. So, und jetzt guckt euch das erste Mal im Richtschützenmodus, ob er da auf den Panzer 38 drauf kommt. Ah, und der geht leider vorher raus. Na gut, aber er ist hier oben auch auf dem Hügel, auf Minen irgendwie ziemlich allein. Jetzt kommt noch der andere BT-7 dazu, aber der Gegner hat es halt nicht geschafft, hier hochzudrücken. Die Heavy Lane, oder wenn man das so nennen kann, die 8er, 9er Linie ist jetzt mehr oder weniger geklärt. Und auf der Insel sind noch zwei Panzer gewesen, die da waren. Ja, der T-56, der jetzt wieder aufgeht, und noch ein Panzer 2G. Aber für den interessiert das nicht. Er versucht jetzt erstmal eine Spotting-Runde zu fahren. Ihr seht schon, die Sichtweite jetzt nicht ultra, ultra hoch, aber das ist halt typisch Tier 3. Ja, und da schlägt die FCM 36 Pack 40 zu. Vor der muss er wirklich aufpassen, denn das Teil ist zwar extrem unmobil, sehr, sehr, sehr langsam, aber hat eine monstermäßige Sichtweite für den Dreierpanzer. Also das ist wirklich ein sehr gefährliches Fahrzeug und wir sehen auch, der Spieler im Gegnerteam hat schon über 500 Gefechte auf dem Panzer. Dementsprechend dürfte auch die Mannschaft so aussehen. Das ist ein Jagdpanzer der Franzosen, der ja auch eher unbekannt ist. Ah, hier fällt die Gunnipression. Ah, schade. Da holt sich die Wespe den Panzer 38. Und der Panzer 3G von der Insel killt den T-46. Ja, und der Gegner drückt jetzt über die Einzellinie. Da ist auch noch ein GH offen. Es steht 9:6. Wenn die beiden da auf der Insel und der Panzer 2G da es schaffen, noch ein paar rauszunehmen, könnte es durchaus nochmal hier gefährlich werden. Das ist im Prinzip jetzt entscheidend, die beiden rauszubekommen. Und wir sehen auch in seinem Team ist ein FCM 36 Pack 40. Wenn ich auf Tier 3 unterwegs bin, das bin ich zwar selten, aber wenn ich da mal unterwegs bin, sehe ich diese Fahrzeuge eigentlich eher nicht. Er arbeitet hier auch sehr gut mit der Handbremse. Jetzt trifft er hier nicht, hat er einmal schlecht gezielt. Und da hat er jetzt schon ein bisschen Glück gehabt, dass der Panzer 2G ihm da, ja, wenig Schaden zugefügt. Aber wenn die ganzen durchgegangen wären,
die ganzen Schüsse, die er hier bekommen hat. Und das wäre durchaus wahrscheinlich gewesen, weil er hier wunderbar die Seite ihm gezeigt hat. Dann hätte es auch anders aussehen können. Hat er wirklich Glück gehabt, beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen angewinkelt rausfahren. So, jetzt hier, wenn die FCM einmal offen ist, da hat man kein Problem. Denn die hat halt keinerlei Panzerung. Gerade der Aufbau ist im Grunde nur Blech. So, die Wespe haut ab. Kommt da nicht drauf. Er arbeitet hier auch sehr wenig in dem Richtschützenmodus, wie ihr seht. Alles irgendwie aus der Third-Person-Perspektive. Aber gut, kann man machen. Da oben ist auch noch der Matter offen. Optimaler wäre es natürlich, über die Richtschützenperspektive, so wie jetzt, zu arbeiten. So, kommt er auf den drauf? Na, da guckt er kurz. Nee, da ist ein Stein im Weg. Und er... Na, jetzt ist er zu weit runtergefahren. Jetzt muss er da auch ran, sonst nimmt die FCM dich raus. Also ran an den Hang, dass sie nicht auf dich schießen kann. Und versuchen, für dein Team jetzt hier den Spot zu machen. Am besten so ein bisschen Proxy zu arbeiten. Aber Vorsicht, der Chiha auf der Halbinsel ist auch noch am Leben. So, da ist die FCM. Die kommt jetzt hier runter. Er arbeitet wieder mit Auto-Aim, schießt ihn erst daneben. Sie verschießt auch. Und jetzt, ja, die tut halt weh, ne? Ah, die hat einen bösen Alpha. Jetzt kommt noch der Chiha von der Insel. Der schießt vorbei. Und jetzt erstmal hinter dem Haus hier in Deckung gehen. Den Fahrer mal reparieren, genau. Und jetzt gucken, dass man nochmal auf den Chiha irgendwie draufkommt. Nee, traut er sich nicht. Nee, will er nicht. Obwohl er hier eigentlich wunderbar jetzt arbeiten könnte. Aber er macht's schlau. Er verkürzt, Quatsch, er verlängert erstmal den Weg, damit er schwieriger gespottet werden kann. Ja, gar keine schlechte Idee. Hat jetzt hier auch diesen Busch dazwischen und kann jetzt hier, ja, blind einfach weiter. Komm, einfach drauf. Ruhig nochmal ein paar nachschießen hier. Kein Problem. Jetzt ist er höchstwahrscheinlich weggefahren. Aber da, ich denke, dass da durchaus noch ein oder zwei Schüsse auch ins Ziel gegangen sind. Trotzdem kann er jetzt auf den Matter 2 da nicht einfach drauf drücken, denn es ist auch keiner mehr da, der ihm da irgendwie helfen kann. Also der auf den Matter schießen kann, außer die zwei Artis. Und der Chiha könnte ihn dann halt wieder wunderbar ins Heck schießen. Und er hat nur noch 10 Hitpoints. Da ist er. Na komm, trau dich, komm. Da ist ein Busch dazwischen, kein Problem. Und weiter da in die Richtung. Trifft ihn nicht. Die Kanone, wie gesagt, ist halt nicht die genaueste. Da hat er auch nochmal verschossen. Schade. Er denkt jetzt, dass der Chiha ihm entgegenkommt. Hat deswegen ein bisschen tiefer gezielt. Und der Cruiser ist halt jetzt weg. So. 694 Schadenspunkte, 4 Kills. Das ist jetzt hier eine ganz blöde Situation. Er kann auf den Mudder nicht drauf, weil der Chiha ihn beschießt. Und er kann auch nicht auf den Chiha drauf, weil sonst der Mudder auf ihn schießt. Im Grunde, wir wissen nicht, was der Toll die 3 macht. Der ist außerhalb der Funkreichweite. Im Grunde müsste er jetzt wirklich den ganzen weiten Weg über die 8er, 9er Linie zurückfahren und versuchen erstmal den Chiha zu spotten. Das ist ein weiter Weg, aber mit 65 Kilometer Topspeed, wäre das eigentlich auch kein Problem. Könnte man überlegen, ob man das macht. Wobei man dann natürlich, okay, er schreibt jetzt, dass der Toldi gar nicht ins Match gekommen ist, dass er immer noch AFK ist. Man würde natürlich jetzt die Artis hier im Stich lassen, wobei ich nicht glaube, dass der Marder da jetzt irgendwie aktiv auf die Artis drauf drücken würde. Und selbst dann, sie sind halt zu zweit und könnten sich dem dann noch, glaube ich, ganz gut erwehren. Zumal der Matter ja auch ein sehr AT-anfälliges Fahrzeug ist, sagen wir mal, oder HE-anfällig. Er kriegt den Chiha hier auch nicht gespottet, dafür hat er einfach nicht genug Sichtweite, auch wenn es ein Light Tank ist, aber ja, das meiste, was auf Tier 3 herumfährt, sind leichte Panzer. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit Scouts zu tun, sondern einfach, dass es halt leicht gepanzerte und sehr schnelle Fahrzeuge sind. So, jetzt steht er halt hier und weiß jetzt nicht so recht, was er machen soll. Es sind noch 6 Minuten übrig. So langsam müsste er sich mal einen Plan überlegen, wie er jetzt hier an die beiden rankommt. Die Artis machen da jetzt Blindschüsse. Kann man machen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man da jemanden trifft, ist relativ gering. Zumal ja die Dreier-Artis, die jetzt hier im Gefecht sind, aber sehr, sehr geringen Splash haben. Da macht er den Matter-Proxy auf. Jetzt muss er natürlich aufpassen, er ist jetzt auch selber offen. Aber können ihm die Artis jetzt helfen? Der Matter hat immer noch in die andere Richtung geguckt, wie wir gerade sehen. Oder? Das sieht für mich so aus, als ob der Matter in die andere Richtung geschaut hat.
Und die Artis treffen wir halt aber trotzdem nicht. Die Su-26 versucht jetzt nochmal den Weg zu verkürzen. Auch die Wespe bewegt sich. Das heißt, im Moment bringt es überhaupt nichts, wenn er jetzt den Marder aufmachen würde, denn die Artis könnten eh nicht schießen, weil sie in Bewegung sind. So, jetzt ist die Su-26 stehen geblieben. An seiner Stelle würde ich jetzt nochmal ranfahren und versuchen, den Marder-Proxy aufzumachen. Na komm schon, trau dich. Trau dich, du musst was machen. Du musst das Gefecht jetzt bestimmen hier. Du musst dem Gegner jetzt deine Taktik aufzwingen und nicht der Gegner seine dir. Oder, ja, so geht's, so ist das jetzt richtig. Der Marder scheint weggefahren zu sein. Er kriegt den hier Proxy nicht mehr auf. Der Chihas hat auch nur ein Dreier. Seine Sichtweite dürfte auch relativ begrenzt sein. Und der, ja, da wissen wir, dort ist der Chihas. Er ist im Cap, das heißt, er kann jetzt hier in aller Ruhe eigentlich den Marder aufmachen, kann die Artis für sich arbeiten lassen. Das ist eigentlich ziemlich gut. Er versucht es jetzt hier wirklich mit einem Proxy-Spot. Da ist er. Der Marder ist runtergefahren, die Sau. Hat er Glück, der verschießt. Und jetzt... Nein! Komm schon. Ja, nicht mit Auto-Aim. Hier musst du jetzt mal händisch aimen. Das ist ganz schlecht jetzt. Also es gibt einfach Momente und da gehört der jetzt dazu. Da muss man einfach mal durch die Richtschützenperspektive arbeiten und nicht mit Auto-Aim spielen. Denn das hätte durchaus jetzt locker dazu führen können, dass der Marder dich rausnimmt. Also das beim nächsten Mal auf jeden Fall bedenken. Er bleibt jetzt hier im Cap. Er setzt den GH unter Druck, dass er zurückkommt. Auch die Artis bewegen sich jetzt Richtung Cap. Mal gucken, ob der GH nochmal auftaucht oder ob sie jetzt hier zu dritt gleich den Cap durchcappen. Jetzt stellen sich ja alle drei auf einen Haufen, ob das jetzt so optimal ist. Na gut, sie wollen halt den Busch nutzen. Ja, okay. So, jetzt stehen sie alle drei drinnen. Der GH muss jetzt ganz schnell auftauchen. Ansonsten gewinnt das jetzt das Team von Silas the Tanker durch Cap. Schade eigentlich, weil ein Krieger wäre jetzt hier noch drin, wobei ich gar nicht weiß, ob es den Krieger auf Tier 3 überhaupt gibt. Aber ist auch egal. 5 Kills sind auch geil und 740 Schadenspunkte ausgeteilt. Und damit springen wir mal direkt in die Auswertung. Und hier sehen wir die Auswertung von dieser Tier 3 Runde von Silas the Tanker. Ich nehme an, das heißt YouTube. Ich weiß gar nicht, ob er einen eigenen YouTube-Kanal hat oder ob er sich einfach nur so genannt hat. Er schreibt selber in der Überschrift, and too much auto-aim. Ja, teilweise schon. Wobei, im ersten zwei Dritteln war das alles okay. Eigentlich hat es nur ein bisschen gestört gegen den Marder, weil das dazu hätte führen können, dass du die Runde quasi herschenkst. Nur aufgrund des Auto-Aims. Von daher überlegen, in welchen Momenten es passend ist und in welchen Momenten man vielleicht dann doch eher auf das Auto-Aim verzichtet und über den Richtschützenmodus arbeitet. Es war am Ende ein Ace-Tanker, es gab den Schläger Brandstifter, ja, 3 Panzer, glaube ich, in Brand gesteckt, nicht schlecht. Duellandkämpfer und das Wirkungsfeuer. Er macht insgesamt 823 Schadenspunkte, da war also auch noch was blind auf den GH mit dabei. 5 Kills, 886 Basiserfahrungspunkte. Ja, in den Low-Tier-Panzern bekommt man nicht ganz so viel Erfahrungspunkte, habe ich immer den Eindruck. Und deswegen liegt das Panzerast dann auch entsprechend ein bisschen tiefer. Er spielt ohne Premium-Account. Es sind trotzdem fast 9000 Credits. Er hat eigentlich, glaube ich, nur auf dem Panzer 2J mal kurz eine APCR geschossen. Ansonsten alles mit AP erledigt. 47 Schadenspunkte ermöglicht, 77 sind an der Panzerung nicht durchgegangen. Er hat ein bisschen Glück gehabt, also auf diesem Panzer, was war das, 2G? War das 2G? Also auf diesen auch Autoloader-Spammer hat er wirklich Glück gehabt, dass er ihn nicht rausnimmt, sondern dass die ganzen Schüsse irgendwo in den Ketten hängen bleiben. Also da beim nächsten Mal einfach ein bisschen besser aufpassen. Es war ein Tagessieg und dementsprechend sind es 1772 Erfahrungspunkte. Tja, vielen lieben Dank für diese Runde an Silas. Vielen Dank an dich und wir springen mal in die zweite Runde für heute. Und da gibt es auch einen leichten Panzer, aber ein paar Tierstufen weiter oben. In der zweiten Runde sehen wir Stefan Fit im HWK 12. Er ist aus dem Clan Garrick. Wird das so ausgesprochen? Ich hoffe es. Ja, HWK 12, Tier 8, leichter Panzer. Er ist in einem Angriffsgefecht auf der Karte Karelien und er ist Top-Tier. Und er ist richtig echtes Top-Tier. Das heißt, es gibt
3 Tierstufen. Und hey, da muss ich schon mal sagen, herzlichen Glückwunsch, dass du so eine Runde bekommen hast. Also einmal, dass du Top-Tier bist und zusätzlich auch noch eine Runde bekommen hast, wie der Matchmaker sie eigentlich regulär immer matchen sollte. Und wo man gefühlt immer denkt, die Runden kriege ich irgendwie nie. Naja, der HWK Tier 8 leichter Panzer der Deutschen auf dem Weg zur Ruhr und zum Rheinmetall-Panzerkampfwagen heißt er so. Und er hat sich ja erstmal in einen Busch gestellt, wo er den First Spot auf den Kanavan machen kann. Und oh, er drückt ihm hier direkt auch eine. Ist da sehr mutig, dass er nicht aufgeht. Jetzt in die Ketten. Na, ein Stück weiter nach rechts in die Kette. In die Kette, in die Kette. Ja, HWK, sehr mobil. Auch er 65 Kilometer pro Stunde Topspeed. 36 PS pro Tonne das Leistungsgewicht. Er kommt also auch sehr, sehr schnell aus dem Knick. 180 Pen mit AP, 250 mit Heat, 240 der Alpha, 0,36 Stockgenauigkeit, 2 Sekunden Stock-Einzielzeit und eine Stock-Nachladezeit von 7,7 Sekunden. Das heißt mit Ansetzer, Waffenbrüder und Lüftung, was man so alles für Späße einbauen kann, vielleicht auch noch gar noch Schokolade, was er jetzt nicht dabei hat, kommt man, naja, so auf irgendwas in die 6 Sekunden. Er geht ja sehr aggressiv rein, war jetzt auch schon gespottet, er dreht sich hier oft um, guckt rum. Aber er fährt natürlich ja auch in eine sehr, sehr wichtige Schlüsselposition, von der er aus die Gegner wunderbar nerven kann und auch sein Team zum Schaden ermöglichen kann. Da haben wir einen Type 62, den trifft er leider nicht. Und da ist schon mal die Arti offen. Ja, Karelien im Verteidigungsmodus für die Arti immer sehr bescheiden. Wobei, das war früher noch schlimmer. Wo schießt er denn da hin? Die Arti hätte sich auch ruhig weiter auf A1 verlegen können. Das gab es früher schon schlimmere Position. Da war nämlich die Karte noch ein bisschen anders. Wow, und hier hat er jetzt Glück. Der Type 62 nimmt ihn, war es der Kommandant, in den Kommandanten raus. Nochmal der Kommandant und den Turm. Und jetzt muss er hier, er rammt ihn. Ah, kann er ihn rausnehmen? Komm schon. Oh, Gott sei Dank. Trotzdem ist jetzt der Kommandant tot. Das heißt, er hat keine Sichtweite mehr. Als Lighttech natürlich richtig assi. Und er hat nur noch 130 Hitpoints. Und wir haben hier gerade gesehen, womit man einen HWK... Oh Gott, jetzt kommt da noch ein LTDP. Oh, war der kurz gekettet? Hat er quasi in der Luft die Kette repariert, der LTDP? Oder sah das für mich nur so aus? Also wenn das der Fall war, dann muss ich sagen, sehr schnelle Reaktion, was das Rap-Kit angeht. Wobei ich ja fast schon sagen muss, das stinkt auch ein bisschen. So schnell repariert keiner. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob der LTDP nicht einfach nur so gesprungen ist. Er versucht halt immer rückwärts rauszufahren, um seine Wanne nicht so zu zeigen. Ähnlich wie zum Beispiel bei einem Waffenträger auf Panzer 4. Und oh, jetzt ist er aber, er ist sehr, sehr mutig. Mit seinen 130 Lebenspunkten versucht er jetzt hier auf den LTDB irgendwie drauf zu kommen. Oh, zoomt rein, zoomt raus. Na, kann ihm einer drücken. Oh, wunderbar. Ja, und was ist so gefährlich für den Type, nicht für den Type, sondern für den HWK. Der Type hat fast ausschließlich HE geschossen. Der hat es genau richtig gemacht. Der HWK hat eine Wannenpanzerung von 14 mm und ich glaube, der Turm hat 15 oder so. Also daran seht ihr, wenn man... nice, er zündet ihn an und die Arti finisht ihn. Nee, er nimmt ihn sogar raus. Die Arti hat dann zu spät geschossen. Also wenn ihr einen HWK seht, schießt HE. Das ist wirklich das Mittel gegen diesen Panzer. Auch als Sechser kann man da durchaus mit HE draufknallen, denn 14 mm, das ist nicht wirklich viel. Also ich kenne keinen Sechser, der nur 14 mm Pennleistung hat. Also HWK immer schön mit HE. Es steht 9 zu 5, er hat 1200 gespottet, 2-1 selber gemacht. Also für ihn ist es jetzt hier schon eine richtig, richtig gute Runde. Da ist auf jeden Fall noch einiges drin. Er muss aber halt wegen seinen Hitpoints jetzt ein bisschen aufpassen. Jagdpanther und AMX-AC waren noch nicht offen. Da ist jetzt der Jagdpanther. Und ich vermute mal auch, der AMX wird irgendwo da hinten stehen. So, da ist die Su. Jetzt muss er hier wirklich... Oh, der Jagdpanther guckt nicht auf ihn. Ja, wunderbar. In die Kette. Und damit auch weiter Spotting-Damage sammeln und natürlich auch dem Jagdpanther nicht die Möglichkeit geben, auf ihn selber zu wirken, weil er sich nicht drehen kann. Die Su ist da auch ein bisschen eingekesselt, hat da den E25 vor sich. Da geht der Jagdpanther raus und jetzt kann er der Su hier noch einen drücken. Die hat gerade geschossen, das heißt, da kann man ruhig nochmal drauf fahren, denn die hat einen deutlich höheren Reload.
Sehr gut. Jetzt ist sie gekettet und der WZ finisht ihn oder finisht die Su. 3100 Schaden, 1600 gespottet. Also richtig gut gespielt. Natürlich gegen den LTDB auch so ein bisschen Glück gehabt, dass der da nicht Bock hat, ihn wirklich rauszudrücken. Und gegen den Type 62 natürlich auch, dass der da mit HE nicht noch mehr Schaden macht und auch, vor allem, wir haben es gesehen, auch RAM-Schaden. Aber so ist es halt eine typische 15-5 Runde. Er hat auf jeden Fall seinen Beitrag dazu geleistet, dass die in dieser Form ausgeht. Und wir schauen uns mal die Auswertung an. In der Auswertung sehen wir, es war das Panzerass. Er hat den Speer bekommen, Schläger, auch er den Brandstifter, Wirkungsfeuer und Großkaliber. Er ist vom Schaden sogar mit deutlichem Abstand der Beste aus seinem Team. 3164 Schadenspunkte, 2 Kills und auch bei den XP steht er auf jeden Fall deutlich an der Spitze mit 1244 Basiserfahrungspunkte. Eine richtig starke Leistung, muss man sagen. Er spielt mit Premium-Account, hat keine Premium-Munition gebraucht. Gut, wenn man Top-Tier ist, braucht man das natürlich auch nicht wirklich gegen die Fahrzeuge, die da so unterwegs sind. Deswegen 34.000 Credits bekommt er mit nach Hause. Neben den fast 3.200 Schaden, die er selber gemacht hat, sind es dann noch 1.600 gespottet. Es war eine Fünffachrunde. Also das lohnt sich dann natürlich richtig. Er bekommt aus dieser Runde 9330 XP raus. Also richtig stark. Das hilft natürlich oder es hilft dabei, den nächsten Panzer oder noch vielleicht auch ein Modul zu erforschen. Ich weiß nicht, ob der jetzt komplett entstockt war, was den Motor und die Kanone anging schon. Aber vielleicht fehlt ja auch noch das Funkgerät oder irgendwas. Ist auch egal, auf jeden Fall sind das XP-Werte, die man natürlich am liebsten in jeder Runde hätte. Denn dann hätte man die Panzer viel schneller durch. Tja, Stefan, auch an dich vielen lieben Dank für diese Runde im Achterlight der Deutschen. Wenn es euch wie immer gefallen hat, lasst sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Schreibt eure Meinungen zu beiden Runden in die Kommentare. Diskutiert drüber, seid fair. Und dann sehen wir uns wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.